Ja, Mahlzeit, Kinder, yippie, Schweinebacke. Das da ist der Stefan Große. Nee, also dat, der Große da bin ich, aber der Beitrag ist vom Stefan Große. Stefan ist der, ich glaube, der kleine Bruder von Tony Mahoney. Ne? Erstmal an dieser Stelle Halleluja, Shalom Aleikum und ja, Gratulation zum neuen Hobby. Ne? So sieht's aus. Lieber Stefan Große, erstmal herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit und Mühe gemacht hast. Mein psychologisches Profil hier, neutral, objektiv, subjektiv, tief durch den Kakao zu ziehen. So dieses Unterschwellige, das ist ein klein bisschen noch zu hören. Da kann man so an Sarkasmus und an Spitzen noch ordentlich ein nachbrettern und dann wird die Sache auch rund. Ne? Zu den Ausführungen, ich habe jetzt nur mal kurz durchgezappt, weil ich habe ja auch nicht endlos lange Zeit, denn du hast ja gesehen, ich produziere ja 100 Videos und mehr im Monat, da muss man auch mit dem Zeitmanagement ein bisschen, ja, enger zusammenarbeiten, da kannst du nicht einfach hier die Stunden rauswemsen, so wie man Lust hat, ne? Den Teil, den man sehen kann, so ähnlich wie mit meinen Tattoos, den Teil, den man hier von mir sehen kann, ist der Teil, den ich Menschen zeigen möchte. Unter diesem gezeigten Teil liegt eine Grundidee. Und die Grundidee bedeutet für mich, ich habe mal irgendwann beschlossen, ich möchte mich nicht mein Leben lang verstecken vor all den Sünden, die ich begangen habe, sondern ich arbeite hier komplett transparent. Im gesamten deutschsprachigen Raum gibt es keinen Verrückten außer mir, der in der Lage ist, sein Leben bis zum Kühlschrankinhalt so transparent zu zeigen, wie ich das hier getan habe. Jetzt geilst du dich so ein bisschen auch an meiner Bretterbuden-Stimmung hier auf. Ich bin, ja, nach vielen, vielen Jahren Beziehung mit Frauen, mit dem Y-Chromosom, vier lange Beziehungen über 30 Jahre, jetzt Single, Hartz IV Single. Ne? Man kann es an meinem Kühlschrank erkennen, also zumindest dahin lief die Diagnose bei dir hinaus. Da gibt es aber noch so zwei, drei kleine Facetten, die sollte man vielleicht auch mal im Auge behalten. Ne? Nämlich Punkt 1, ich habe mir mal hier einen Spaß gemacht und habe gesagt, als ja bekennender Hartz-IV-er ist für mich mal wichtig, ist es möglich, eine komplette Wohnung mit allem drum und dran, inklusive Plasma-Fernseher bzw. TFT. Ich habe zwei von diesen Dinger, ich gucke gerade noch auf einen und im Wohnzimmer steht auch noch einer und neben mir steht eine Alcantara-Couch für, ich glaube, 1800 Euro und ich sitze auf dem Sessel für 1,6. Ne? Ist es möglich, eine komplette Hartz-IV-Bude samt Eierkocher, Küchenblock mit allem drum und dran für unter 500 Euro zu realisieren? Ja, und das Ergebnis kann ich dir präsentieren. Jo, geht, ne? Samt Bild und Uhr und allem, was hier Phase ist. Gut, jetzt muss man dazu sagen, zu meiner Entschuldigung, nicht jedes Teil passt hier optisch zum anderen. Aber jetzt kommt der interessante Teil. Jedes dieser Dinge, die ich bei mir zu Hause, jedem Möbelstück, das ich ein neues Zuhause gegeben habe, hat eine eigene Geschichte. Ne? So, dann, ja, die Ordnung. Ne? Da waren Flecken am Herd. Hättest du das Video gefunden, wo du das Entstehen, die Heimkehr des Herdes sozusagen miterleben konntest, hättest du dieses Video gefunden, wüsstest du die Geschichte. Ne? Ich habe also hier gesessen, an die vier Monate mit einem Ein-Plattenherd und das ist immer doof, wenn man Gerichte bastelt, die aus mehreren Komponenten besteht. Deswegen war die Notwendigkeit, ein Herd muss her. Ne? Und ich habe hier so ein relativ schickes Ding gefunden, der ist auch fast neu gewesen, 28 Jahre. Ich habe den gerettet. Aus einer sehr, sehr, sehr verwahrlosten Bude musste das Ding also wirklich mit Hammer, Meißel, Dampfstrahler erstmal entseuchen, bevor man das Ding überhaupt benutzen konnte. Aber das sind so ein paar altersbedingte Flecken, die man einfach nicht mehr wegbekommen hat. Wobei ich sage, ein Herd hat für mich eigentlich nur einen Zweck. Die Platten sollen warm werden und an der Stelle kommt mir das Gerät entgegen. Es heizt nach wie vor die einzelnen Platten auf. Man kann darauf sehr gut kochen. Und sobald ich hier so eine Uschi von der Straße abgemopst habe, hier so eine Frau, Y-Chromosom, Heidi, nennen wir sie einfach, Mutti oder keine Ahnung, wie man so ein Teil nennt, ne? Die letzte hieß zum Beispiel Eva, dann kann die ja von mir aus, wenn die Bock hat, den Dreck wegzuschrubben oder wegzusprengen, sich da bei mir in der Küche austoben. Ansonsten, ja, ich trinke ganz gerne mal ein Bier. Das muss man dabei sagen. Ich habe exakt bis August letzten Jahres gar kein Bier getrunken, gar kein Alkohol. Ich trinke jetzt seit nicht ganz einem Jahr Bier. Ne? Und ja,
Da geht am Abend schon mal eine Dose oder zwei drauf, ne? Manchmal auch ein bisschen mehr, ne? Also, ob ich da schon ein diagnostiziertes Alkoholproblem habe, man weiß es nicht, ne? Also, meine Leberwerte sagen, Junge, sei gewarnt, ne? Ich war ja letztens erst weg, ne? So, dann kommt noch lustig zusammengeschraubte Psychoanalyse vom Hobby-Esoteriker mit Hang zum chinesischen Essen und nach Norden ausgerichtete Stäbchen auf dem Tisch. So ein bisschen dieses, naja, im Grunde ist er ja eigentlich relativ fleißig, ein klein bisschen Assi-Touch, ordentlich ist er nicht. Scheint auch ein bisschen Fressproblem zu haben, ne? Denn die Wampe steht doch deutlich ab im Bild. Und der zeigt auch noch Leute an. Okay, sag mal, an der Stelle solltest du, sag mal, intellektuell ein klein bisschen nachbessern, bevor man eine komplette Szene aus vielen Akteuren nicht sehr genau kennt, sollte man mit solchen Statements sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Es verhält sich, wer hätte das gedacht, eigentlich genau umgedreht. Ne? Ich bin seit über 6 Jahren Ziel eines Stalkers. Ich bin seit gut 1,5 Jahren Ziel mehrerer Menschen, die mich hier juristisch immer wieder ganz, ganz hart angehen. Und ich habe also weit über 30.000 Euro innerhalb der letzten 6 Jahre ausgeben müssen, nur um mich zu verteidigen. Also nur mal so rein infotechnisch. Und wenn ich natürlich dann Menschen, um jetzt mal einen Einzelfall zu nennen, beziehungsweise zwei dieser Einzelfälle, es gibt übrigens genau zurzeit 2 beziehungsweise 3 dieser Einzelfälle, die ich überhaupt angezeigt habe. Also das heißt, ich zeige nicht irgendwelche Leute an, nur weil die mal schief durch die Kamera gehuscht sind oder ein bisschen rumgemotzt haben, sondern da sind ganz massive Dinge gelaufen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich wäre ein bolschewistisches Judenschwein. Oder wenn Leute dir Dinge schicken wie, man nimmt dich und wird dir den Kiefer am Bordstein wegtreten und solche Sachen. Das ist einfach so vom Stil, wo ich dann sage, ab einem gewissen Härtegrad sehe ich auch nicht mehr ein, dass ich mit irgendwelchen Leuten dieser Art überhaupt ansatzweise eine Diskussion führe. Dafür gibt es Fachleute, das sind dann keine Psychologen, fängt aber auch mit P an, Polizei, und dann können die sich darum kümmern. Ne? Das Internet besteht aus vielen wilden Typen. Ich bin nach außen gesehen garantiert auch einer davon. Dann diagnostizierst du immer diese Körperhaltung, die ich habe. Ne? Da kann man also ordentlich was von ablesen. Diese Körperhaltung, wenn du jetzt hier sitzen würdest, wäre übrigens kerzengerade, Rücken durchgedrückt. Ich habe hier eine Lehne, die ist weit von mir entfernt. Der linke Arm ruht auf einem Tisch in Höhe und der rechte Arm ruht auf der Lehne. Und das ist keine Anspannung, sondern das ist für mich eine sehr entspannte Körperhaltung. Und damit kann ich relativ lange den Abstand zum Mikrofon im gleichen Abstand halten. Und mir ist es immer sehr wichtig, dass die Tonqualität gut ist, wie es aussieht, ist für mich weniger wichtig. Ne? So, jetzt müsste zwecks Relativierung ja eigentlich noch so ein Schlag aus dem Vergnügungsviertel kommen. Ne? So nach dem Motto, Stefan, wie kannst du denn den Toni so dumm von der Seite anficken? Ganz im Ernst, ich finde es nicht gut, was du getan hast. Ich finde es auch nicht gut, was Toni tut. Und von daher bleibt es bei euch so ein bisschen in der Familie. Ich hätte das auf familiäre Ebene, ich hätte das anders geregelt. Ne? Weil dir kann man natürlich jetzt sehr, sehr einfach und vielleicht auch an falscher Stelle falsch diagnostizieren, dass du im Prinzip von der digitalen Prominenz, in dem Fall dein Bruder und mir, versuchst ein Stück abzuzwacken, indem du so als pseudoneutraler Dritter hier versuchst, dir den guten Launebär zu spielen. Ne? Ich halte dich eigentlich so vom Denkansatz, ich habe mir das dein Video über deinen Bruder natürlich sehr genau angehört und ich habe mich so ein klein bisschen dabei erwischt, dass ich natürlich sage, so, den Typen könnte man gut benutzen, jetzt Teilen herrschen Spalte und solche Sachen. Habe ich aber gar keinen Bock, das ist euer Familiending und das geht mich einfach nichts an. Ne? Und so ähnlich wälzt sich das übrigens auch mit meinem Leben. Du kannst dir alles anschauen, aber ob du, sagen wir mal, von der Kompetenz der geeignete Kandidat bist, mit dem wenig Wissen, was du über mich hast als Person, ob du da wirklich jetzt der prädestinierte Mensch bist, hier Statements oder Analysen abzugeben, weiß ich nicht. Also ich würde dir eigentlich empfehlen, versuch es erstmal in deinem Leben und alles gut, ne? Du
kannst machen, was du willst. Also mir ist halt im Grunde, wie gesagt, relativ egal. An mir arbeiten sich sehr, sehr viele Leute ab und da kommt es auf einen mehr oder weniger ja jetzt nur auch nicht an, ne? So, beef hin, beef her. Dein Bruder hat 2-3 Mal ordentlich in Kakao getreten. Daraufhin hat er sich jetzt von mir ein bisschen juristische Probleme gefangen. Er hat lang drum gebettelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und von daher mag man mir einfach auch nachsehen, dass ich seinen Wunsch nach Beachtung dann irgendwann auch mal erfüllt habe und gesagt habe, okay, wer so etwas abliefert, das ist Underground. Auf der anderen Seite, ich finde es dann wieder sehr sympathisch, dass du sagst, im Gesamtkontext dieser ungepflegte, tätowierte, ältere Herr, der zu viel Zeit hat, wahrscheinlich keine Freunde hat, die sind alle so fürchterlich weit weg, 100 Kilometer und vielleicht noch mehr und man kann es ja auch verstehen. Und da liegt Geld rum und hätte deine Frau, wäre alles anders. Und ansonsten hat dieser hässliche Penner mit den grauen Haaren, der auch ein bisschen zu Vulgärsprache neigt, natürlich, höchstwahrscheinlich hätte, wenn und aber könnte sein, ein ganz andere Roundup und Feedback und auch eine andere Wirkung, sobald eine Frau ins Spiel kommt, etc., etc., bliblablub, ne? Das ist natürlich immer sehr, sehr weit hergeholt. Also dieser sympathische Ich, ne? Ich bin 54 Jahre alt, ich bin in Gelsenkirchen geboren, meine Eltern waren geschieden, mein Vater war Alkoholiker, der kam gerade aus dem Krieg. Ich habe sehr, sehr viele Sachen selber persönlich erlebt, die du dir und deiner Familie besser sparen solltest. Alles zusammen ist der Typ, der heute mit 54 Jahren hier sitzt, ein gestandener Mann, ne? Und das ist ein bisschen schwierig, ne? Ich hatte jetzt bei dir jetzt persönlich nicht mal den Reflex, irgendwie zubeißen zu wollen, weil ich irgendwie davon ausgehe, der Typ ist noch so strunzblöd, der hat die kompletten Zusammenhänge, wie diese Geschichte hier im Internet funktioniert, rein oberflächlich erfasst, ne? Und das muss man dir an der Stelle, lieber Stefan, dann auch ein bisschen nachsehen. Die Idee, vielleicht positiv einwirken zu wollen, die ist löblich, allerdings die Umsetzung ist ein bisschen, ja, sagen wir mal, daneben gegangen. Du triffst natürlich, wenn man Gründe sucht, jemanden zu diffamieren, du hast es so ein bisschen in der lieben Version versucht. Diese Art Gründe findet man immer. Wenn ich mir also deine Videos anschaue, könnte ich dich als Sozialfall innerhalb von 2 Minuten hier wegbeamen. Allerdings, ich glaube, dein eigener Bruder und ich, wir sind da schon einen wesentlichen Schritt weiter. Genau das würden wir hier nicht tun, denn es geht nicht darum, ob deine Tischplatte eigentlich auf dem Fußboden gehört und ob dein Computer 50 oder 5000 Euro kostet, ist auch unwichtig. Das sind so Geschichten, das ist eigentlich mega zweitrangig. Oder ob du einen Bauch hast oder eine Glatze oder ob der Schöpfer das mit dir jetzt gut oder schlecht gemeint hat, ist für mich kein Kriterium, wo ich hier einen harten Cut ziehen würde und sagen würde, sieht doof aus, wahrscheinlich ist er dann auch doof. Im Gegenteil, ne? Da kommen übrigens meine ganzen vielen Videos her. Ich habe schon das Bestreben, mich auch mit vielen schrägen Typen gerne mal ein paar Stunden unterhalten zu wollen, ne? Ich glaube an eine bessere Welt. Sie muss nicht unbedingt flach sein. Und da habe ich eigentlich genug mit zu tun, ne? Ist allerdings auch so ein Job, so ein bisschen wie Hartz IV, scheint auch recht perspektiv- und aussichtslos zu sein, ne? So, aber die Idee bezaubert mich jeden Tag, dass ich mich hier immer noch hinsetze und sage, ich versuche es jeden Tag aufs Neue, dass Menschen hier zusammenfinden und eben nicht auseinandergesprengt werden. Ne? Auch wenn es ein bisschen schwierig ist, auch wenn ich manchmal zur Fäkalsprache greifen muss. Ne? Manchmal ist ein hartes Wort echt ordentlich angesagt. Ne? Und da muss man auch einfach als Moderator eines Kanals sagen, ich bin hier Mann genug, eine Grundlinie durchzusetzen, auch wenn sie natürlich bestimmten Leuten hier nicht gefällt. Und das geht am einfachsten, indem man rumbrüllt oder auch mal sehr schäbige Sachen sagt. Und wenn du dir meine ganzen Videos anguckst, gerade die der letzten Zeit, wirst du feststellen, das tue ich sehr, sehr selten. Dass ich also irgendwie wie dein Bruder oder wie Let's Play oder andere Exponate hier aus der Internetwelt meine Mitmenschen als Dreckschwein oder verpiss dich, du Arschloch oder solche Sachen, das wirst du aus meinem Munde ganz, ganz, ganz selten hören. Ne? Ich lege nämlich eigentlich, und dieses Vergnügen hatte eine charmante Dame erst letzte Woche, ich lege nämlich eigentlich sehr viel Wert darauf, in meinem sozialen Umfeld leise und gepflegt aufzutreten und zu sprechen. Und das wird übrigens von allen Leuten, die mich persönlich kennen, immer wieder auch bestätigt, dass ich eigentlich ein sehr netter, umgänglicher Mensch bin. Ne? Nur hier im Internet, wenn du natürlich mit einem Haufen Rabauken jeden Tag im Ring stehst, da gelten leider halt andere Spielregeln. Ne? So, mir war es einfach mal wichtig, vielleicht mal so 2-3 Komponenten, die hier tatsächlich existieren,
anzusprechen. Also wie gesagt, es ist löblich, dass du, ich habe es jetzt auch nicht als Angriff gewertet, ne? Also muss ich ganz klar dazu sagen, weil dazu hast du weder die Qualifikation noch die Größe. Also nochmal, das heißt nicht, dass du dumm bist, das heißt nur, du bist sehr unterinformiert, ne? Und aufgrund dieser Unterinformation kann man dieser Geschichte hier keinerlei Bewandtnis, also oder ich bin noch nicht mal ganz genau in der Lage, jetzt die Zielrichtung zu diagnostizieren, ne? Also es könnte so eine Art vorne eine Beleidigung sein. Vielleicht bin ich natürlich zu doof, das zu verstehen. Es könnte natürlich ein Schlichtungsversuch sein. Es könnte einfach auch nur ein Resümee sein, dass jemand sagt, also gut, ich gucke mir jetzt diesen Typi an und sag mal, wie das auf mich wirkt. Wobei da eben dann die Kernfrage ist, aus welcher Motivation der Bruder eines meines Gegners eben solche Videos macht. Ne? Weil daraus würde sich ja eventuell schon diagnostizieren können, na, ist das vielleicht so eine kleine Starthilfe, Familie, große, gegen den Knacki oder sowas, ne? Weil, wie gesagt, das kann man jetzt in viele Sachen, wie du es tun würdest, dann hineininterpretieren. Ich spare mir das, weil es für mich eigentlich relativ unwichtig ist. Aber ich glaube, gehört zu haben, kann natürlich auch sein, dass ich mich hier irre, dass du dir vielleicht doch Gedanken machst. Und für den Fall steht ja hier immer meine Telefonnummer am Täfelchen, beziehungsweise ich lade gerne und oft Leute ein, die mich angeblich nicht mögen. Ne? Also ich biete dir an, falls du mal Zeit hast, in einem meiner vielen 100 Videos, die ich im Monat produziere, Akteur sein zu wollen, dass du hier in die lustige Runde meiner Sprachgesellen zustößt. Und dann kannst du mal, sagen wir mal, so eine Art Tiefenforsche machen und einfach mal persönlich mit mir sprechen. Ne? Stell mir Fangfragen oder stell mir Fallen, damit dein psychologisches Gutachten über mich vielleicht auch auf besseren Beinen stehen kann in Zukunft. Ne? Das wäre mir persönlich wichtig, weil ich halte mich eigentlich, wie gesagt, für einen sehr ausgeglichenen, ausgeruhten Menschen, auch wenn es auf andere nicht so wirkt. Ich komme übrigens trotz meiner schlechten Kindheit aus sehr geordneten Verhältnissen. Mit der letzten Dame zusammen ein bezahltes Einfamilienhaus, mit der Dame davor eine bezahlte Ein Klassiker, ich rotz mir immer die Lunge raus. Mit der Dame davor eine bezahlte Einfamilienklitsche irgendwo in so einem Sechsfamilienhaus. Also es ist nicht so, dass mein Leben hier durchgängig von Hartz IV geprägt wurde. Ne? Ganz im Gegenteil. Ne? Nur mal so infotechnisch. Aber wie gesagt, wenn es dir Spaß gemacht hat und du einfach mal dein Videoprogramm ausprobieren wolltest, die Farben sind schön satt geworden, der Inhalt ist prima. Allerdings, wie gesagt, man muss da so ein klein bisschen die Mitte finden. Fair wäre es ja gewesen, zum Beispiel, wenn man das eine mit dem anderen gegenüberstellt. Das heißt, indem man sagt, ja, das ist der dicke Mann, hey, und das bin ich. Also wenn du jetzt gesagt hättest, schaut her, das ist der Stefan Große, dann hätte ich gesagt, naja gut, da kann man natürlich dann auch schon mal so sagen, okay, lass ich durchgehen. Aber noch einmal, du gehst also hin und gibst eine Diagnose ab über jemanden, den du nicht kennst, aufgrund seiner Videos, die du gar nicht richtig gesehen hast. Du suchst dir Fragmente raus, die dir gerade in den Kram passen. Du gehst dann also gleich freundlicherweise in die psychologische Abteilung, in dem ich Narzissmus diagnostiziert bekomme. Ne? Kurze Gegenfrage, wer von uns ist kein Narzisst? Eine Idee. Weil ich kenne persönlich eigentlich nur Narzissten. Ne? Menschen, die, das ist ja nicht verhaltensauffällig, sondern alle Zielstrebigen, alle erfolgreichen Leute sind Narzissten. Das ist einfach, das ist übrigens die Grundvoraussetzung, um überhaupt ein Durchsetzungsvermögen entwickeln zu können. Ne? Und die einen sagen, tja, Yin Yang, du sollst dich selber lieben, der Weg ist das Ziel, bliblablub und solche Sachen. Naja, geht man diesen Weg, bekommt man Narzissmus diagnostiziert. Ne? Also je mehr du zu deiner eigenen Mitte findest und in dir ruhst, je schlimmer wird es für die anderen. Ne? Die kommen nämlich mit der Nummer überhaupt nicht klar. So, das ist so eine Lebensweisheit. Wie gesagt, ich bin 54, ne? Man mag es nicht glauben, so schick wie ich noch aussehe. Ne? Doch, gebrauchsfertig hier. So ist es, ne? Wie gesagt, ich weiß mich ordentlich zu auszudrücken, ich weiß mich ordentlich zu wehren, ich weiß sehr, sehr genau, was ich hier tue. Und ich nehme dein Video einfach mal so als Feedback, ne? Aber wie gesagt, so vom Grundsatz würde es sich nicht gehören, ohne vorher zu fragen,
sich am Leben anderer Menschen zu bedienen. Also du, wie gesagt, du sortierst dir aus vielen Dingen, die ich hier mache, die natürlich alle nicht den Anspruch der Perfektion erfüllen sollten, denn sonst hätte ich ja andere Videos gemacht, und resümierst daraus, ja, so deine persönlichen Defizite, die du gerne sehen möchtest. Aber wie gesagt, ich muss dich da leider enttäuschen. Sie sind leider nicht da. Wo ich dir recht geben muss, ich bin echt eine Sau, ne? Ich müsste mal öfter putzen. Und ich habe auch noch nie im Leben Ordnung halten können. Wie gesagt, wenn ich irgendwas in den Taschen habe, das schmeiße ich irgendwo hin, wo gerade Platz ist. Und wenn ich es brauche, weiß ich, wo es liegt, ne? Und damit ist die Mission Ordnung für mich im Grunde ja schon abgeschlossen, ne? Ob das ein Defizit ist, ob ich deswegen ein geistiger Krüppel bin, ob da mein schlechtes Benehmen herkommt, ob da mein Hang zum Alkohol diagnostiziert werden kann, ist natürlich die große Frage. Ist es vielleicht alles auch eine Wechselwirkung? Ne? Man weiß es nicht. Ne? Keine Ahnung. Ne? Kann ja auch sein, dass ich vielleicht komplett ballaballa bin. Ne? Kann aber auch einfach sein, dass dich das, was du hier gerade produzierst, das gar nichts angeht. Ne? Also, das kann man sehen, wie man will. Du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Du brauchst dich übrigens auch nicht vorbereiten. Das heißt also, ich bin nicht berechenbar in keinster Form. Wenn ich merke, dass Leute mich manipulieren wollen, mit einem Fragesystem auflaufen oder solche Geschichten, hast du bei mir ungefähr ein Mindesthaltbarkeitsdatum von unter 5 Sekunden. Und das bedeutet nicht, dass ich dich aus meinem Leben entfernen werde, sondern das bedeutet einfach, ich drehe diese Geschichten sehr, sehr gerne um. Und bei mir, wie gesagt, im Ring, ich nenne das dann Boxring, haben ganz, ganz wenige Leute ja als Fazit mitnehmen können, dass sie gegen mich bestehen konnten. Also bis jetzt haben sie eigentlich durch die Bank alle verloren. Aber das, wie gesagt, das liegt dann aber auch mal an meiner narzisstischen Art, wenn ich mich an jemanden festbeiße, dass ich dann auch nicht mehr locker lassen möchte. Ne? Man hat mich auf Töten programmiert, jetzt habt ihr den Salat. Ne? Und ja, so ist es halt. Ne? Aber wie gesagt, ich bin grundsätzlich erstmal friedlich. Ich bin Friedensaktivist im Schädel. Ich bin gegen Gewalt. Ich bin für die Mitte. Ich bin für Vernunft. Das sind eigentlich meine Hauptmerkmale. Das ist das, was mich auszeichnet. Ne? Also ich könnte jemanden totschlagen, aber ich tue es nicht. Ne? Aber das ist eine Grundhaltung. Es ist was anderes, ob du 120 Kilo wiegst und Sicherheit und ein bisschen Schubsen und solche Sachen gemacht hast, oder ob du Postverteiler bist und 40 Kilo wiegst oder 50 oder 60. Das heißt also, ich habe ein Körpergefühl natürlich wie ein Ringer oder wie ein Boxer. Und ich habe auch nicht diese Probleme, dass mich hier in der Stadt irgendwelche Leute anmachen, sondern aufgrund meiner Erscheinung, die ich übrigens persönlich gar nicht so wahrnehme, scheine ich auch andere Leute stellenweise einschüchtern oder abschreckend zu wirken. Allerdings möchte ich hier nochmal betonen, in mir ist genau das Gegenteil. Ich bin harmoniesüchtig, ich bin sehr, sehr friedlich, ich weiß aber auch, was ich will. Ne? So sieht's aus. Ich wollte nämlich jetzt hier jetzt einen Abgang machen und wie gesagt, Einladung steht, wenn du Lust und Laune hast, komme in Frieden und gehe in Frieden. Und das ist auch ein Muster oder ein Grundmuster meiner Sendung. Die Leute sollen als Freunde gehen, auch wenn es mal zwischendrin laut geworden ist. Und ich praktiziere jeden Abend genau das. Wir sagen uns, was zu sagen ist, und wir sitzen am nächsten oder übernächsten Tag trotzdem wieder friedlich zusammen und respektieren uns. So einfach ist es. Das ist der erste Schritt zur Lösung vieler Probleme. Ne? So. Jetzt bin ich fast schon bei 24 Minuten, das ist unglaublich, ne? So wenig Mensch und so viel Erklärung, ne? Ich sag mal, Stefan, schöne Grüße, grüß den Toni, und bevor du das nächste Video über mich machst, mit der Bitte, informiere dich bitte etwas genauer, und wenn du schwarze Löcher findest, also Dinge, die du nicht verstehst, Nummer wählen, knackig fragen, nimm mal, das wäre ja zum Beispiel ein ganz charmanter Zug gewesen, dass man einfach sagt, du, ich rufe den mal an. Ne? Weil das tue ich zum Beispiel auch. Also wenn ich einen Konflikt mit jemandem habe oder ich will mit jemandem irgendwas besprechen, rufe ich ja nicht seinen Nachbarn an, ne? Sondern ich rufe dann immer den Betreffenden selber an, weil das hilft am meisten. Ne? Also aus meiner Erfahrung macht es am meisten Sinn, dass Betroffene miteinander sprechen, statt mit irgendwelchen anderen. Ne? Also, so, das ist mein Ding. Ist egal, komm, Wumpe. Ne? Ich finde dich erstmal, wie gesagt, sehr sympathisch. Aber dieses Familienbashing, ganz im Ernst, gehört hier nicht ins Netz. Ne? Auch du hättest, sag mal, in dem Fall den Telefonhörer schnappen sollen und jetzt Toni einfach anrufen sollen. Das wäre, sag mal, ein Tick sauberer gewesen. Ne? Aber wie gesagt, ihr seid alle alt genug. Trefft eure Entscheidung und dann passt die Sache. Ne? Alles klar, ich wünsche euch was. Tschüss.